jetzt das PDF von dieser Woche, dass wir da an diese Trendlinie ranlaufen sollten und dann nachher Insider wissen, was da gemeint ist. 1, 2, 3 und beim vierten Mal gehen wir da nachher durch. Interessant ist, dass es gestern Zahlen gegeben hat, und zwar nämlich von Netflix. Und diese Zahlen waren äußerst positiv scheinbar, denn der Kurs ist nach oben hin explodiert. Etwa um die 7-8%, ursprünglich in der ersten Reaktion sogar über 10-15%. Na, 10% waren's, ist es nach oben gegangen, dann ein bisschen Konsolidierung und dann auch seitwärts weiter. Ja, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Nasdaq gehabt? Ganz einfach, in der vergangenen Nacht hat man noch einmal etwas zugelegt. Wenn wir uns das jetzt da live da hier anschauen, einerseits sehen wir hier auf der linken Seite den Index, also den Technologieindex Nasdaq 100. Wir sehen da mit 22 Uhr heute in etwa, und hier auf der rechten Seite sehen wir, ja, man hat weiter zugelegt, aber ist auch jetzt schon in der Korrekturmodus drinnen. Ja, wie tief kann die Sache gehen? Durchaus möglich, dass wir dann noch einmal bis da hier da nach unten laufen und dann noch weiter nach oben hindurch starten. Meine Prognose, wenn wir uns das anschauen, vom vergangenen Samstag ist ja die gewesen, ja, da zuerst nach oben, Berührung, nach unten und dann noch ein durch nach oben. Siehe da, wenn man sich da den Montag anschaut, wir haben tatsächlich hier uns da abgestoßen, sind nach unten gekommen, das war dann auch die Kaufchance schlechthin. Und dann in weiterer Folge sind wir nach oben hin marschiert mit dem Ausbruch, und jetzt, wie gesagt, könnte hier eine Korrektur bis an diese Linie stattfinden, bevor es dann auch wesentlich höher geht. Mit dem erklärten Ziel, siehe mein PDF, wo ich hier da oben mehr schreibe, aha, das geht ein bisschen zusammengeschoben, nein, macht nichts. Ja, mit dem Ziel eben, wie gesagt, hier oben diese 12.700. Geht da noch ein Detail hinein, ja, dass wir da heute ein paar hin und her gehen sollten. Ja, sogar bis da hier nach unten kann es da gehen. Die 11.800. Aha, da habe ich das sogar noch so drin. Jetzt muss ich mal kurz zuschauen. Ah, ja, ja, genau. Weil ich habe das noch in der Sonntagnacht ausgebessert, dass es eben bis zu diese 11.866 runtergehen könnte. Ist ungefähr diese Marke gewesen. Und wenn wir uns das jetzt so im Detail anschauen, dann sind wir tatsächlich da bis in diesen Bereich da hier runter marschiert. Je nach Future-Anbieter kommt es dann auch in etwa hin, dass wir bis in diesen Bereich da nach unten marschiert sind. Wie gesagt, eine Prognose könnte jetzt sein, da noch ein bisschen tiefer. Das muss unbedingt halten. Das ist auch dann nachher die ultimative Nachkaufschance, wer noch nicht drinnen ist. Und dann nachher starten wir noch wesentlich höher. Eine Aktie, die ich jetzt da immer wieder als Empfehlung rausgenommen habe, wenn man da hier diese Korrektur, oder eigentlich müsste man ja da hier runden halt eben, na, nehmen wir halt ab hier reingegangen ist, dann hat man hier ein Plus von 5-6%. Warum nehme ich das da hier herunten? Ja, wenn man so eine Trendlinie zeichnet, da könnte das da, könnte man da hier reingegangen sein. Warum sage ich das? Bezogen auf diese Aktie. Da sprach ich ja vor etwa 14 Tagen, ist das jetzt da schon her. Ja, noch einmal abprallt und dann kann man da hier da reinmarschieren. Qualcomm ist das, und siehe da, seitdem läuft dieses Ding, und das ist also ziemlich die einzige Aktie, wo ich da öffentlich jetzt immer wieder drüber spreche. Seit geraumer Zeit zieht sich die alten Videos an, mit dem Ziel da hier da nach oben, also diese 15-16% in etwa. Da fehlt jetzt dann nicht mehr viel, bevor es dann zu einer Konsolidierung gibt, bevor es unter Umständen dann auch noch höher geht. Die weiteren Märkte, jetzt im Schnelldurchlauf, okay, Öl und Gold. Ja, Öl und Gold gibt es nicht viel zu sagen. Die Maschine hat natürlich als Rohstoffe jetzt momentan seitwärts. Da ist die Zinsthematik, spielt dort hinein.
Wir sind beim Gold nahe eines möglichen Bodens. Näheres im PDF bzw. im Bremer-Dienst unterhalten wir uns da. Aber auch beim Öl, da gibt es auch eine Prognose meinerseits, die aufgegangen ist. Wir haben tatsächlich da jetzt einen Zwischenboden gesehen bei diesen 93, 94 und wir sehen jetzt da eine dynamische Bewegung nach oben, aber nicht über die Trendlinie. Das nächste, was wir uns da jetzt da anschauen, ist abschließend der Bitcoin. Ja, beim Bitcoin ging ich davon aus, als wir da unten gewesen sind, auch jetzt bezogen auf das PDF heute meinerseits, dass wir da nach oben marschieren, aber ich bezeichne das gegenwärtig noch als Bärenflagge. Die nächste Bewegung kann recht scharf wiederum nach unten gehen. Vielleicht dann auch wieder nach oben und ihr wisst es eh, da habe ich eh schon auch am Samstag drüber gesprochen. Hier muss Zeit vergehen, sehr viel Zeit muss vergehen. Es kann bis in den Oktober hineingehen, bis es seitwärts geturnen wird. Und dann nachher kommt halt da ein finaler Abverkauf. Das kann Oktober, November der Fall sein. Da werden wir da noch viel seitwärts bis ins 23er hineingehen, bevor wir dann nachher durchstarten. Okay, soweit mein Schnellüberblick unter Anführungszeichen in 7 Minuten. Schwerpunkt, wie gesagt, Nasdaq sollte weiter nach oben gehen, nach einer kleinen Korrektur, die heute und morgen stattfinden sollte. Morgen ist der EZB-Tag. Ich nehme an, das könnte einen weiteren Schub nach oben auslösen. Und auch durchaus positive Zahlen durch Tesla, die ja heute am Abend kommen. Gestern hatten wir den Chip-Hersteller, haben wir gerade vorhin gesprochen. Ah, gar nichts, Netflix hatten wir gestern. Fangt damit an. Nvidia war, beziehungsweise kommt erst. Okay. Ja, wie gesagt, am Samstag geht es dann nachher weiter mit dem regulären Update. Immer schön liken, ist klar, Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche wiederum live. Tschüss, danke fürs Anschauen.